Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTL 5. Wir sind immer noch dabei, Michael zu befreien. Hier ist doch noch irgendwo einer. Ich weiß, dass du hier stehst. So, weg. Hier ist, wird irgendwo hier in der Fabrik festgehalten. Das heißt, wir müssen hier irgendwie durch. Michael, komm, wir müssen ihn retten. Oh, wir hören ihn sprechen. Hier ran. Der verdammte Trevor, der hilft uns nicht. Ist hier noch irgendwo einer? So, wie schnell da hinten dran? Da gibt's Leben. So, weg mit dir. So einfach geht das. Komm. Haben wir einen runtergespielt? Okay. So, weg mit euch. Pisser. Weg, 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 weg. Ihr alle weg. Da hinten steht noch irgendwo einer, oder? Ja, zeig doch, da vorne steckt noch einer. Das ist wirklich eine Essensfabrik oder sowas. Was machen die hier? Direkt. Weil auf einmal. Komm, leg dich. So. Da, Michael ist irgendwo da. So, ihr versucht mich zu erschießen. Ich gebe euch gleich. Komm, ich schieße dir ins Bein, du Sackgesicht. Okay, wir sind nah dran an Michael. Gott, die verdammten Chinesen, ich krieg euch. Got you all. Okay, da ist Michael. Da hinten ist noch einer. There's more guys coming from down there. Throw me a gun. Oh, was? I got one too. There you go. Yay. Yay. Komm, Michael. Yay. Okay, muss gerade nachladen. Here, guys, you was talking about. So, euch alle. Natürlich wollen sie Trevor eigentlich haben, nicht ich. Ach, der hört sich wieder so um. Na komm. Okay, wechselt automatisch zurück. Okay. Hey, oh, Fleischfabrik oder was? Ach, die wirklich gute Futter. So, dann machen wir es halt ein bisschen so. Ich glaube, so sind wir ein bisschen besser unterwegs, oder? Boah, Schweinehälften. Du Arsch, du kriegst mich nicht. Weg mit ihm. Oh, Gott sei Dank, er ist befreit. Ja, ich komme ja schon. Entkommen wir aus dem Schlachthof. Kommt schon ein paar andere Knarren. Okay, immerhin eine AK ist immerhin etwas. Und eine davon. Nehmen wir alles mit. Dann nehme ich mir auch mit. Ach, müssen wir jetzt alle seine Waffen wieder kaufen oder was? Das wäre natürlich doof. Stupid sons of bitches. Ja, weg hier. Sind wir da reingefallen? Jetzt hab ich gerade wirklich in den Hexer reingefallen oder was? Na komm. Geh rauf da. Ja doch, Trottel. Okay, ich gebe alles zurück. Ich bin auch ein Trottel. Na, danke schön, das ist mal so. So, danke. Ach, ich hab gar keinen Malzummel dafür, oder was? Ich geh raus aus der verdammten Fabrik hier. Hey, look! Here's a way out! Natürlich ist es halt nicht raus. Das ist falsch, oder was?
So, weg mit dem Schweinchen. So, Dankeschön. Natürlich sollten wir abhauen. Zwar nichts wie schnell weg hier. Und da steht doch zufälligerweise ein Auto. Komm, Franklin, steigen wir ein. Eigentlich soll zu ihr fahren, aber naja. Komm, steig ein. Und jetzt fliegt sie weg hier. Ich würde selber anfahren. Begib dich zu Michaels Haus. Hier machen wir. Wow, 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 wow. Ich schwör, war der Arsch. Wir müssen irgendwie loswerden. Wir müssen irgendwie loswerden, denn Trevor, der bringt uns in Gefahren rein, die gar keine sind. Ach, hier haben wir dasselbe Auto, oder was? Mit dem wir auch plötzlich drin hatten, den RH8. Sieht so aus, oder? Das ist ja wie weg von den Chinesen oder so. Sie schießen immer noch auf uns. Wo sind die denn? Ach, da hinten irgendwo. Kommen wir auch zielig im roten Auto. Wie sind das für die gehören? Wir sind fast zu Hause. Komm, dann überleben wir noch. Michael, eigentlich sollte Franklin wahrscheinlich eher lieber fahren. Ich hätte auch deswegen hier den Dialog, ich springe nicht schon dahin. Ich glaube, das war nicht so gemeint, dass er einfach hier schießt. Weil ich glaube, es ist einfach besser, wenn Michael schießt und Franklin fährt. Weil natürlich beide ihre Spezialfähigkeiten genau für andersrum verteilt sind. Weil Franklin kann besser fahren und Michael besser schießen. Dann fahren wir mal hier lang. Beziehungsweise seine Spezialfähigkeiten betrifft ja auch dann das Schießen, nicht wahr? Komm, komm mal weg da. Ja, lass dich ruhig ein bisschen schießen. Oh. Oh. Jetzt aber nicht so weg hier. Soll ich jetzt selber drauf schießen oder was? Ja, 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 komm, ich geb dir schon Gas. Dann schieß doch mal ein bisschen ordentlicher, Franklin. Muss ich ja selber machen. Wow, oder haben wir sie ja schon umgehangen? Und jetzt müssen wir die Bullen loswerden, ist ja klar. Einfach mal so in die Luft geflogen, die Chinesen. Na komm, wir fahren einfach ins Haus rein, da sollte man eigentlich am sichersten sein, oder? Außer sie poppen natürlich wieder genau vor uns auf, wie soll es auch anders sein? Man hätte auch mal Glück haben können, aber nein, dann poppen einfach die Polizisten wieder vor einem auf. Hätten wir das letzte Mal ja schon mal. Ich bin ja schon mal drüber. Drüber gemeckert, dass die einfach so dann kommen. Jetzt will ich einfach mal so ein Auto, da haben wir die schon am hinteren. Ja, fahrt bitte da rein. So. Dann fahren wir mal hier lang. So, fährst du da hinten lang? Okay. Aber von vorne kommt jetzt einer oder was? Nein, der fährt doch da oben lang. Sollte für uns kein Problem sein. Fahren wir mal hier lang. Und in den kleinen Weg hier rein, würde ich sagen. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Is that it? We clear? Yeah, man, we clear. Fuck me, man. What a scene that was. That's about the size of his shit. Yeah. Woo. Back there on that meat hook? I thought it was over. When the dude had the knife on me, man, I thought the same thing. Frank, thank you, bro. You didn't have to. Yeah, bro, of course I did. If this shit means anything, shit, the second I knew. Hey, how'd you even find me? Lester sent me this app that tracked your cell signal. All right, then, I'll see you. For sure. Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty-ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right. Well, listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the feds. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. All right. Look, I made a judgment call. I don't know if it's the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will.
when you got ties of your own. Look, you wake up one day and your legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. You hear me? Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. I'm just saying. Ich glaube, Trevor darf man nicht trauen. Verrückten Geist darf man irgendwie nie trauen, habe ich das Gefühl. Guck mal, wie blutig wir sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Palast der Einsamkeit. Viva, viva. Bestanden. Frischfleisch. Begrenzter Wechsel 4. Treffergenauigkeit 34%. Kopfschüsse 10 vor 10. Schnelle Rettung 4, 15. Okay, haben wir alles nicht geschafft, aber immerhin Kopfschüsse und haben wir geschafft. Immerhin 1. Immerhin etwas. Deck mitgenommen in der Zwischensequenz. Toll. Okay. Wir haben also einen. Ach, das ist Solomon. Oh. Solomon hat einen Auftrag für uns und auch er hat wieder was für Trevor. Deswegen würde ich sagen, machen wir zuerst das mit Trevor. Das sollte in der Zeit eigentlich noch locker für die Zeit noch locker reichen. Deswegen wechseln wir einfach mal schnell zu Trevor. Oh Mann, der arme Michael. Man kann halt sagen, klar, er hat alle verraten, aber... Irgendwie auch verständlich. Man hat eine Familie, die möchte ja auch irgendwie lebendig da rausbekommen. Also ich wüsste nicht, was ich getan hätte. Das ist das Spülwasser. Na gut, besser als sich überhaupt nicht zu waschen. Ist ja auch klar. So, wir ziehen uns mal wieder um. Kapuzenpullover. Schwarz, ne, Kapuzenpullover wichtig keinen. Wir nehmen aber die hier, Hosen. Ausgewaschene Jeans, cremefarbene Cargo-Hose. Blue Jeans, die nehmen wir nicht. Nein, die ausgewaschene Jeans. Und Schuhe, graue Schnürstiefel. Dann nehmen wir die Cowboy-Stiefel mal wieder. Haben wir auch noch was für oben drum. Ha, Baseball-Cappy. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Gott, die sieht doch toll aus. So, und dann geht's mal los hier zu, wie hieß er nochmal? Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Mann, was ist denn los mit mir? Namen vergessen. Oh Mann, Namen sind überhaupt nicht meine Stärke. Josh, genau. Josh war ja. Josh hieß er. Zu Josh fahren wir jetzt. Ab zu Josh. Dem haben wir Avery, seinen Konkurrenten, ein bisschen ausgebotet. Den Avery ein bisschen das Geschäft vermieselt und dann sein eigenes Haus zerstört, damit er ein bisschen, was von der Versicherung abbekommt. Wow. Also genau das Richtige für einen Psychopathen wie Trevor. Der immer noch nicht weiß, dass Michael immer noch lebt. Also zum zweiten Mal nicht weiß, dass Michael lebt. Das hatten wir irgendwie schon mal. Und jetzt ist es wieder zurück. Aber irgendwie müssen die ja eigentlich wieder zurückkommen. Lester? Lester hat auch eine Mission. Das ist wahrscheinlich ihr Job, oder? Das müsste ja eigentlich der Job sein. Patricia, Mrs. Madrazo. Trevor, oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Oh Mann, da hat er wieder aufgelegt. Ja, echt wahre Liebe. Ja, und wirklich alte Freundschaften kann man nicht einfach so ersetzen. Da ist ein wahrer Spruch dran. Wo man sich irgendwie, keine Ahnung, wie lange in die Haare kriegt, irgendwann besiegt die Freundschaft doch. Also müssen sich die beiden irgendwann auch, nicht, auch wieder
zusammenraufen, zumindest wenn sie auch das über Big Thing endlich mal durchziehen wollen, weil von die ganze Zeit die Rede ist. Damit sie auch noch etwas, was wir auch noch machen wollen, sollen, tun. Habe ich ein bisschen Angst vor davor, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen haben wir noch frei? Ich schau mal gerade nach. Das kann man nämlich ganz schön in den Statistiken sehen, nicht in den Einstellungen. In den Statistiken, wenn man auf die 100%-Checkliste geht. Fremde und Freaks haben wir immer noch. 14 von 20, okay. Verschiedene ist noch jede Menge zu tun. Hobbys und Zeitvertreib war auch noch jede Menge zu tun. Wir haben schon 55, das heißt, viel sind nicht mehr 14 Aufträge noch. Und ich frage mich, ob der Next oder The Big Thing dann die letzte Mission sein wird. Ich weiß es nicht. Ich ganz vorstellen, weiß ich nicht. Aber werden wir ja noch sehen. Ist ja noch etwas hin. Da haben wir noch ein paar Folgen vor uns. Was? Jetzt haben wir überhaupt den Funkgerät dafür, dass wir die ganze Zeit sowas hören. Und wie gesagt, erstmal Josh. Schauen, was er von uns will. Und ob wir Geld kriegen, ob wir irgendwas bekommen dafür, dass wir jetzt ihm so oft geholfen haben. Aus der Patsche quasi geholfen haben wir ihm ja jetzt mehrfach. Und danach haben wir sogar zwei Aufgaben für Michael, nicht gerade auch noch Simeon. Eigentlich Cinnamon Solomon ist das, glaube ich, oder? Also der Filmemann. Und Lester, also Lester wird wahrscheinlich wieder sein, dass The Next Big Thing. Oder The Big Thing, oder das große Ding mal wieder, das richtig, richtig große Ding. Mit viel Geld soll es dann jetzt da wahrscheinlich drum gehen. Würde mich auch freuen, weil bis jetzt haben wir ja noch nicht wirklich viel Geld. Und wir haben es jetzt auch bei keinem irgendwie eine Million oder sowas gehabt. Und dümpeln da irgendwie immer mit so ein paar Hunderttausend da rum. Und das sollte sich dann endlich mal ändern. Oh. Damit wir aus dem mehr Geld dann richtig viel Geld machen könnten. Ja, um Geld zu machen, dafür braucht man, wie man es geht, und wenn dann auch immer viel Geld. So läuft halt diese Welt hier leider. Wenn das Geld regiert nun mal die Welt, und das finde ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr schade, weil Geld, weiß nicht, einfach ist nicht. Also im Leben halt klar, aber ansonsten. Warum, wofür, weshalb, wirkt eigentlich nur leid, wie man hier sieht. Das ist eigentlich immer das beste Beispiel dafür, weil am Ende geht eigentlich immer alles doof. So, ach, wir sind doch schon längst da. Ach, mit der Polizei, haha. Der verarscht uns doch jetzt nicht, oder? Hallo? Here he is right there. Tony! Where's your wife? You owe me. Officers, here he is. This man is insane. He destroyed my house. Whoa, hey. No, wait a minute. You asked me. He's ruined my life. He's a stalker. He's an epsilonist. Yeah, get him. Okay. Häng die Bullen ab. Okay. Dumb move, Josh. Wirklich dumme Aktion, Josh. Da hast du recht. Aber jetzt haben wir natürlich die Bullen am Arsch. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, komm, gib Gas, Trevor. Und jetzt nichts durch die Bresche. Wuhuhu. Dafür habe ich einen Bullenhorn am vorne am Wagen. Oh Mann, die müssen irgendwie loswerden. Ja, da macht ihr aber schöne Straßensperre. Da will ich auf der anderen Seite einfach mal dran vorbeifahren kann. Ja, wirklich, some people. Das ist einfach wahnsinnig, der Trip. Okay, wir waren am Steuer, wir hätten wahrscheinlich auch leben lassen können. Ja, das war wirklich ein dummer Move von ihm, so noch reinlegen zu wollen. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Wir müssen den Helikopter abschütteln, weil der wird das größte Problem sein. Und ich möchte nicht unbedingt noch mehr drauf schießen, weil dann haben wir nachher 4 Sterne. Und das ist dann unser Problem. Komme ich hier rauf? Was soll ich? Nö. Haha. So, welcome back to the street. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder auf der Straße. Und jetzt musst du erstmal wendeln, Kleiner. Der versucht die ganze Zeit auf mich zu schießen, du Arsch. Ah, hier oben, das sind wir nicht gut. Ich möchte hier weg. Mich da besser in die Stadt, unter der Brücke oder sowas. Da sieht er, der kommt uns, glaube ich, nicht.
Direkt rein in die U-Bahn. Mit dem Auto direkt am besten. Ich soll aber versuchen, da an uns ranzukommen. Da kann man, glaube ich, noch am besten fliehen. You headed north, ja. Versucht mal an mich ranzukommen. Ah, da kommen natürlich gleich zwei von der Seite, die sich aber gegenseitig rammen, das ist gut. Also drei Stellen loszuwerden ist immer noch sehr und einiges schwieriger als halt mit zwei Stellen zu kriegen. Vor allem, wenn die so einen Quatsch machen. Aber der Heli ist weg. Der Heli haben wir erstmal abgeschüttelt. So, dann fahren wir mal hier lang. Boah, was mache ich da? Hallo, ich habe mich mal gerade umgedreht. Hallo. Tschö. Was ist denn mit euch? Nix wie weg hier. Nix wie weg. Hallo. So, wo verstecken wir uns jetzt am besten? Weil da kommt wieder einer. Wenn wir jetzt Pech haben, das ploppt wieder einfach einer fast so aus, haben wir Pech. Ich möchte gerne hier rauf. Dankeschön. Und hier rein. So, hier fahren wir mal rein. Und hier rauf. So, hier bleiben wir einfach mal drin. Ich hoffe, hier kommt keiner reingefahren, weil da sehen wir ja ungefähr, wenn einer hier versucht reinzukommen. Bleiben wir einfach mal hier oben stehen. Und warten, bis die Polizei weg ist. Hallo. Oh, da kommt der Heli schon wieder. Aber sie sind weg. Bestanden. Vertragsverletzung, heiße Jagd. Abgeschlossen, Silber, immerhin. Na, aber liebe Leute, ich würde sagen, das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play GTA 5 in der Haut von Michael. Bis dahin, euer Moscha. Ja, er ist wieder mal ein Pier. Ein schöner Pier. Man, that fucking ocean. I can look at that all day. Bis zum nächsten Mal.